Aber dann würde ich vorschlagen, fangen wir an. Noch einmal ein herzliches Willkommen zu unserem ersten digitalen Update Datenschutz. Mein Name ist Philipp Kümmermann. Ich bin Partner bei Holding-Kühne-Beutech im IT- und Datenschutz und bin inoffizieller Leiter unserer Taskforce Datenschutz. Das ist die Truppe bei uns aus ca. 25 Anwälten, die sich mit Datenschutzthemen befasst, rechtsgebietübergreifend, das heißt aus dem Technologiebereich, aber auch aus dem Arbeitsrecht, dem Finanzrecht, dem Kartellrecht und dem Wettbewerbsrecht. Das Update Datenschutz ist bei uns ein etabliertes Format, in der Vergangenheit ca. einmal im Jahr an unseren 8 Standorten in Deutschland abgehalten, jeweils zu einem Schwerpunktthema. Es wird Sie nicht überraschen, dass das dieses Jahr so nicht möglich war. Daher haben wir uns entschieden, das Format zu digitalisieren. Das ist jetzt das erste Webinar, das wir haben. Wir planen, alle 2 bis 3 Monate weitere Webinare zu machen, jeweils mit einem Vortrag zu einem Schwerpunkt und im Übrigen zu den Themen, die wir auch in unseren Update-Newslettern in regelmäßig und unregelmäßigen Abständen verschicken. Dazu werden wir jeweils ein Thema rausgreifen und noch kurz dann auf die anderen Themen in abgekürzter Form eingehen. Heute werde ich Ihnen etwas zum Urteil zu internationalen Datentransfers des EuGH namens Schrems II berichten und wie wir damit umgehen können. Und mein Partner Dr. Lutz Keppeler wird anschließend noch etwas dazu sagen, wie die Aufsichtsbehörden sich momentan das Webtracking und die verschiedenen Cookie-Policies und Cookie-Verfahrensweisen auf Webseiten einsetzen. Das soll es kurz gewesen sein zur Einleitung. Während ich meine Präsentation starte, gibt Ihnen Frau Giebel noch ein paar technische Hinweise für die Durchführung und ich bin gespannt auf Ihre Fragen am Ende der Vorträge. Ja, hallo auch von meiner Seite. Herzlich willkommen an alle. Mein Name ist Angela Giebel. Ich kümmere mich um den organisatorischen Part des Webinars und möchte Ihnen gern zu Beginn noch 1-2 Dinge zur Technik sagen. Sie sind alle automatisch stumm geschaltet, um Rückkopplungen und Nebengeräusche zu vermeiden. Auch Ihre Kameras sind abgeschaltet, sonst würde es einfach zu voll werden auf dem Bildschirm. Sie sind allerdings jederzeit natürlich dazu eingeladen, Fragen zu stellen. Das können Sie schriftlich tun über die Fragenfunktion in Ihrem GoToWebinar-Bedienpanel. Und die werden dann am Ende des Vortrages beantwortet werden und gehen auf gar keinen Fall verloren. Die Vortragspräsentation würden wir Ihnen dann im Nachgang automatisch zukommen lassen, so dass Sie da auch nochmal einen Blick reinwerfen können. Genau, so viel von meiner Seite und dann würde ich sagen, starten wir und ich übergebe an Herrn Dr. Kempermann. Vielen Dank. Genau, ich kriege gerade noch den Hinweis, dass wir die Referenten an sich besser ausblenden. So, jetzt ist es besser. Genau, Drittlandstransfers nach Schrems II. Was muss zukünftig beachtet werden? Drittlandstransfers sind Gegenstand der heutigen Unternehmenswelt, sei es die erwähnten Cookies und Webtracking-Tools, sei es der Einsatz von IT-Leistungen, sprich Speicherplatz in der Cloud, Office 365, Salesforce oder aber auch die konzerninternen Transfers von Daten, insbesondere Personaldaten. Das alles, soweit es außerhalb der EU oder des europäischen Wirtschaftsraums geht, verstehen wir als Drittlandstransfers. Das war in der Vergangenheit relativ gut geregelt, man hatte sich arrangiert, man hat die richtigen Instrumente gefunden, bis schon 2004 ein gewisser Herr Max Schrems, damals noch Student, heute Leiter einer NGO namens Man of Your Business, MUYB, angefangen hat, sich die Drittlandstransfers genauer anzugucken. Da gibt es 2 Urteile des EuGH inzwischen, die er letztendlich ausgelöst hat, die sich sehr intensiv mit dem Thema befassen. Das erste war 2005, das war sehr fahrbar. Dann hat es, wie gesagt, ehrlich gesagt, nicht ganz so viel passiert. Und jetzt eben am 16.07.2020 hat der EuGH in einem 2. Schrems-Urteil uns leider Gottes eine nicht kleine Herausforderung präsentiert, mit dem Unternehmen aller Art in der Zukunft umgehen müssen. Da wollen wir heute darauf kurz eingehen. Erstmal mit der Frage, warum ist das Thema überhaupt relevant? Was ist der Inhalt ganz grob des Urteils? Was bedeutet das für Ihr Unternehmen?
Wie kann ich aber vielleicht auch weiterhin Datentransfers ins Nicht-EU-Ausland vornehmen? Und was sind unsere Handlungsempfehlungen ganz generisch für Sie, was Sie machen können? Erstmal, warum ist das Thema relevant? Ich habe es eben in der Einleitung schon mal ganz kurz angerissen. Dieses Schrems-II-Urteil des EuGH betrifft alle Unternehmen, die Daten in Länder transferieren, die außerhalb des europäischen Wirtschaftsraums liegen. Also vor allem die USA, aber auch alle möglichen anderen Länder. Wir denken an China, wir denken an Russland, wir denken an Indien, wir denken an die Vereinigten Emirate, Südafrika, überall sonst hin, was nicht die EU, europäischer Wirtschaftsraum ist. Wo ist das relevant? Erstmal in erster Linie bei den Cloud-Diensten. Dort ist es ganz prominent in der Presse gewesen im Nachgang des Urteils. Das ist auch das Thema, womit sich die Aufsichtsbehörden momentan am intensivsten befassen. Es geht aber nicht nur um diese Cloud-Dienste von Amazon, Microsoft, Google oder Salesforce, auch wenn die sehr plakativ in der Presse sind oder für die Nutzung von Facebook, sondern auch alle sonstigen Datentransfers, sei es an Auftragnehmer, sei es aber auch an andere Verantwortliche oder Konzernschwestern. Da geht es darum, wie strukturiere ich internationale Marketingprozesse, wie werte ich die Daten im Konzern aus über meine Kunden und Lieferanten. Da geht es um Themen wie die Lohnbuchhaltung, die ganz viele Konzerne heutzutage zum Beispiel in Indien oder China abwickeln lassen. Oder auch das Stichwort gruppenweite Personalkapazitätsplanung. Vor allem, wenn dann eventuell womöglich noch Tools wie Workday oder ähnliche Personalverwaltungstools im Einsatz sind. Da habe ich sogar die doppelte Komponente. Da habe ich die Technik, die in den USA womöglich liegt. Und gleichzeitig habe ich den weltweiten Zugriff auf Personaldaten durch Konzernunternehmen. Das alles ist von Relevanz, wenn man Schrems II betrachtet, das Urteil. Und ganz wichtig, und das gleich schon mal vorweg, viele US-amerikanische Anbieter sagen Ihnen gar kein Problem, nutzt unsere europäische Cloud und wir haben das Thema nicht mehr. Ganz so einfach ist es nicht. Denn es ist nicht nur die Speicherung in den USA oder im sonstigen Drittland relevant, sondern auch der Zugriff auf in Europa gespeicherte Daten aus einem solchen Drittland ist ein datenschutzrechtlich relevanter Transfer und muss eben genauso erst einmal grundsätzlich betrachtet werden, inwieweit das zulässig ist oder nicht. Warum ist das Thema weiter relevant? Ja, es ist erstmal ganz einfach. An das Datenschutzrecht muss sich gehalten werden. Wer das nicht tut, riskiert erstmal eine Untersagung des entsprechenden Datenschutzverstoßes. Sprich, die Aufsichtsbehörden könnten untersagen, die Daten zu transferieren. Das ist einmal operativ ein Risiko. Zweitens ist es aber auch ein finanzielles Risiko, weil nämlich die Behörden in diesen Fällen auch Bußgelder fängen können. Und es ist zu erwarten, zumindest nach einer gewissen Übergangsfrist, zu der sich die Behörden bisher noch nicht geäußert haben, dass sie es auch werden, wenn sie die Bußgeldentwicklung unter der DSGVO verfolgt haben, werden sie sehen, dass diese Bußgelder empfindlich hoch sein können, teilweise auch unangemessen und verhältnismäßig hoch, und damit einen erheblichen Schaden bei den Unternehmen auslösen können. Und der dritte Punkt, der relevant ist, die Betroffenen können sich wehren und können Schadensersatz und Schmerzensgelder einfordern. Das können sie auch in Sammelklagen tun, soweit das die einzelnen jeweiligen Heimatländer zulassen. Aber eine Sammelklage, zum Beispiel in Irland, könnte man auch sich als deutscher Betroffener anhängen. Und dann können da ganz schnell, selbst aus kleinen Summen pro Betroffener, große Schadensersatzforderungen entstehen. Das ist auch definitiv etwas, was zu berücksichtigen ist. Der Herr Schrems mit seiner NOYB hat auch schon eine dreistellige Zahl von Beschwerden gegen Unternehmen eingereicht, die immer noch in ihren Datenschutzinformationen stehen haben, dass sie auch bei Basis von Privacy Shield Daten transferieren. Also man sieht, es tut sich was und man muss das ganze Thema ernst nehmen. Vielleicht einmal ganz kurz erst nochmal der Blick drauf, was ist eigentlich Inhalt des Urteils gewesen. Wir haben als Hintergrund die Frage, wie kann Facebook Daten verarbeiten? Wer das nicht weiß, wenn Sie europäischer Facebook-User sind, haben Sie einen Vertrag über Ihre Registrierung mit der irischen Facebook, Entschuldigung, Tochtergesellschaft. Diese ist aber letztendlich nur ein Vermarktungs- und Vertragsvehikel. Die ganze Technik liegt bei Facebook in den USA oder sonst in der Welt in der Cloud verstreut. Das heißt, datenschutzrechtlich, wenn Sie einen Vertrag mit Facebook abschließen, Facebook Irland ist der Verantwortliche für Sie in Europa.
und transferiert dann die Daten entweder im Wege des Auftragsverhältnisses oder zur weiteren Auswertung durch ihre amerikanische Mutter in die USA. Das tat sie ursprünglich auf Basis von Safe Harbor, 2015 gefallen. Danach Wechsel auf das Privacy Shield und jetzt war das wieder vor dem EuGH. Der EuGH musste sich damit befassen, ist das so zulässig? Dabei hat er natürlich betrachten müssen, erstmal, was sind denn die Grundregeln nach DSGVO für den Transfer personenbezogener Daten. Das ist in Artikel 44 fortfolgend festgeschrieben und Grundprinzip ist, dass das Empfängerland, also das Land, wo der Empfänger der jeweiligen Daten sitzt, stets ein der EU gleichwertiges Datenschutzniveau aufweisen muss, damit ich die Daten ohne gewisse Ausnahmen, die in Artikel 49 DSGVO normiert sind, an diesen Empfänger transferieren kann. Dazu gibt es zum Beispiel Artikel 45 DSGVO, den sogenannten Angemessenheitsbeschluss der EU-Kommission, der als Nachweis dient, dass in einem Land ein angemessenes Datenschutzniveau herrscht. Da sind naheliegende Länder dabei, wie die Schweiz. Da sind ein paar interessante Länder dabei, wie zum Beispiel die Kanalinseln, die britischen Kanalinseln. Israel ist dabei, Argentinien ist dabei, Liechtenstein, wenn ich es richtig im Kopf habe, auch. Aber eben am Ende des Tages auch die USA, soweit es sich um einen Transfer an ein Unternehmen handelte, das sich der Privacy Shield Zertifizierung unterworfen hat. Das war bei Facebook Inc. in den USA der Fall. Das ist aber im Endeffekt dann auch nur eine zivilrechtliche oder privatrechtliche Verpflichtung eines Unternehmens, sich an einen gewissen Standard zu halten. Normalerweise wird beim Angemessenheitsbeschluss wirklich das Rechtssystem des Ziellandes betrachtet. Da hat man für die USA eine Ausnahme geschaffen und hat gesagt, naja gut, die USA haben gewisse Ansprüche, was sie mit Daten machen dürfen, die in ihren Zugriff gelangen. Und wir wollen trotzdem den Transfer dorthin relativ kompliziert ermöglichen. Hat der EuGH gesagt, ne, ganz so leicht geht es dann doch nicht. Und warum nicht? Weil in den USA weitreichende Zugriffsmöglichkeiten der US-Behörden, Sicherheitsbehörden auf alle möglichen Arten von Daten bestehen. Da braucht man nicht jetzt groß drauf einzugehen. Ich glaube, aus der Presse mit dem Cloud Act ist das wahrscheinlich allen bekannt. Nicht mit dem Cloud Act, mit den Veröffentlichungen von Snowden ist bekannt, was dort in den USA mit Daten passiert. Das ist jetzt natürlich in den USA sehr medienwirksam diskutiert worden. Wir brauchen uns damit nichts vorzumachen. Zum einen sind die USA nicht das einzige Land. Und zum zweiten ist das Ganze auch in der Europäischen Union der Fall. Und zwar hat keine Zugriffsmöglichkeiten, zum Beispiel der Geheimdienste bestehen. Aber, und da ist der wesentliche Unterschied zwischen der Europäischen Union und den USA, in den USA haben nicht US-amerikanische Bürger keine wirksamen Rechtsbehelfe gegen Maßnahmen von US-Bürgern. Genau daran hat sich der EuGH gestört, dass eben ein europäischer Bürger oder auch ein europäisches Unternehmen gegen einen solchen Zugriff auf personenbezogene Daten nicht vorgehen kann. Jetzt spinnt gerade meine Präsentation, Entschuldigung. Was ist hier los? Jetzt sind wir auch nicht wieder an der richtigen Stelle, genau. Nicht dagegen vorgehen kann, ja, wahrscheinlich sogar noch nichts mal davon weiß, dass darauf zugegriffen wurde. Im Privacy Shield hat die USA zugesagt, okay, wir sehen, dass es ein Problem sein könnte, deswegen installieren wir einen Ombudsmann, der sich um solche Fälle kümmern soll und als Ansprechpartner für Betroffenen dienen soll. Das hat der EuGH als nicht ausreichend als Rechtsbehelfe angesehen und dementsprechend aus Grundrechtserwägungen wegen Verstoß gegen die Europäische Menschenrechtskonvention diesen EU-US-Privacy-Shield-Beschluss genau wie das Safe Harbor-Abkommen damals für ungültig erklärt, ohne Übergang. Ohne Übergangsfrist. Das wäre jetzt genau wie damals 2005 Safe Harbor nicht ganz so dramatisch, wenn man dann sagen könnte, na gut, dann vereinbare ich eben wieder die Standardvertragsklausel mit allen meinen Empfängern in den USA oder sonst wo in der Welt. Denn die sind nach Artikel 46 auch ein geeignetes Instrument, um ein angemessenes Sicherheitsniveau herzustellen. Da kann man sich schon auf erster Linie fragen, wie soll ein privatrechtliches Instrument zwischen zwei Unternehmen
davor schützen, dass staatliche Maßnahmen erfolgen, weil ein Unternehmen kann nun mal staatliche Maßnahmen nicht ohne weiteres abwehren. Leider Gottes hat das auch der EuGH jetzt gesehen und hat nicht sofort gesagt, die Standardvertragsklauseln sind auch unwirksam. Wahrscheinlich war ihm die Super-GAU-Wirkung einer solchen Aussage bewusst. Aber in einem Oberdiktum hat er gesagt, dass die Standardvertragsklauseln genauso unwirksam oder nicht hinreichend sein könnten, wenn keine ergänzenden Maßnahmen vereinbart werden, um in der Praxis zu gewährleisten, dass das vom Unionsrecht verlangte Schutzniveau eingehalten wird. Wenn das nicht möglich ist, müssen Transfers ausgesetzt oder verboten werden, wenn gegen diese Klauseln verstoßen wird oder ihre Einhaltung unmöglich ist. Und genau da hängen wir jetzt. Dieses Oberdiktum ist in der Welt. Es gilt nicht nur für die USA, man muss es auch für alle anderen Länder mit betrachten. Und wir müssen irgendwie überlegen, wie wir damit umgehen. Das heißt erstmal als erste Konsequenz, das Privacy Shield kann nicht mehr als Rechtsgrundlage für Datentransfers dienen. Das ist vorbei seit dem 16.07.2020. Damit, das bedeutet auch, dass man nochmal prüfen muss, ob man Dienste wie Microsoft Office 365, Amazon Web Services, Google Analytics und so weiter und so fort überhaupt in Anspruch nehmen kann. Ich muss auch einmal meine Datentransfers im Zusammenhang mit Konzern- und Lieferbeziehungen nochmal überprüfen, welche Sicherheiten und Maßnahmen ich dafür getroffen habe. Und wenn ich am Ende immer zu dem Ergebnis komme, ich will die Standardvertragsklauseln verwenden oder habe solche sogar schon vereinbart mit meinen Dienstleistern, muss ich die entsprechende Rechtsgrundlage einmal dabei überprüfen. Heißt das, wir können keine Daten mehr in die USA bringen? Es kommt ein bisschen darauf an, wen man fragt. Ich nehme mal den letzten Bullet Point auf dieser Folie vorweg. Wenn ich die Aufsichtsbehörde in Berlin frage, dann heißt das genau das. Die haben sich einen Tag oder zwei Tage nach dem Urteil hingestellt und gesagt, Standardvertragsklauseln können den Datenexport bei derartigen Zugriffsrechten der Sicherheitsbehörden nicht rechtfertigen. Punkt. Man müsse die Daten aus den USA zurückholen und an einen europäischen Dienstleister dann eben weitergeben, ohne dass die USA mit einer Rolle spielen. Ganz apodiktisch und absolut kann man das sicherlich nicht sagen. Das Problem ist, der EuGH hat in seinem Urteil keine konkreten Hinweise gegeben über das hinaus, was in der Pressemitteilung steht, was jetzt zu machen ist. Die irische Aufsichtsbehörde, die für den Fall zuständig ist, der Data Protection Commissioner dort, hat sich klar positioniert, hat gesagt, auf unveränderte Standardvertragsklauseln, die keine ergänzenden Mechanismen vereinbart haben, können die Transfers nicht mehr gestützt werden und hat den Stopp der Transfers angeordnet. Dagegen ist Facebook im einstweiligen Rechtsschutz vorgegangen, hat zunächst einmal eine Suspendierung dieser Anordnung erhalten, aber es hat natürlich erstmal eine Signalwirkung, dass die zuständige Aufsichtsbehörde sich positioniert hat. Wie sieht das in Deutschland aus? Da haben wir die Berliner, die sehr restriktiv sagen, in die USA schon mal gar nicht. Wir haben, das ist jetzt nicht auf den Folien, Rheinland-Pfalz, die sich auch sehr kritisch geäußert haben zu US-Transfers. Berlin und Rheinland-Pfalz sind aber auch durchaus die konservativsten der deutschen Aufsichtsbehörden. Ergänzend haben wir den Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit in Baden-Württemberg, der sich am detailliertesten und pragmatischsten bisher von den Aufsichtsbehörden, soweit uns bekannt, in ganz Europa geäußert hat. Er hat ein 10- bis 15-seitiges Handreichung rausgegeben, wo er erstmal das Urteil nochmal analysiert hat, gesagt hat, was muss man sich angucken, bevor man Daten dorthin transferiert und was kann man vereinbaren in Ergänzung zu den Standardvertragsklauseln. Das ist das erste Mal, man soll prüfen, ob der Zugriff Dritter durch Verschlüsselung der Daten verhindert werden. Wenn das der Fall ist, super, dann bin ich nämlich aus dem Transferthema raus, dadurch ist das Sicherheitsniveau gewährleistet. Wichtig, nicht nur Verschlüsselung, wenn die Daten auf der Festplatte liegen, sondern auch Verschlüsselung auf dem Transferweg dorthin. Und das muss man prüfen, ob das mit der Performance der jeweiligen Anwendung noch konform geht. Verschlüsselung bedeutet einfach auch mehr Leistung, die ich brauche bei der Infrastruktur. Ob das klappt, muss jeder für sich selbst entscheiden. Pseudonymisierung kann ein Weg sein, wenn nur der eigentliche Verantwortliche weiß, wie das Pseudonym wieder zurückzuführen ist. Und wenn das beides nicht der Fall ist, erst einmal prüfen, kann ich einen anderen Dienstleister verwenden, kann ich einen in Europa verwenden, kann ich vielleicht auch den Support umstellen an der Stelle. Und
und ich muss zwingend Ergänzungen der Standardvertragsklauseln vereinbaren. Die müssen gewisse Klauseln beinhalten, diese Ergänzungen. Ich werde jetzt hier nicht alle vorlesen, Sie kriegen die Folien, dann können Sie das auch mal nachlesen, was da drin steht. Aber im Ergebnis heißt es, der Datenempfänger in den USA muss verpflichtet werden, darauf hinzuweisen, wenn eine Sicherheitsbehörde Zugriff nehmen möchte, aber auch so weiter, das darf man nicht immer, Klammer zu. Er muss dagegen vorgehen und ich muss ihn aber verpflichten, dagegen vorzugehen, dass ein solcher Zugriff erfolgt, weil ich als europäisches Unternehmen kann es in der Regel gar nicht, weil es entweder nicht weiß oder, selbst wenn ich es weiß, ich dort keinen Rechtsschutz habe. Ich habe keinen Rechtsbehelf, der mir zur Verfügung steht. Ich muss die entsprechenden Betroffenen informieren können, soweit es dem Datenimporteur, also dem Empfänger in den USA möglich ist, muss sogar er es tun, laut Auffassung des LFDI Baden-Württemberg. Und das Ganze muss auch an die Unterauftragsgeber weitergegeben werden. Ich muss Regelungen zum Schadensersatz mit einführen und ich brauche Freistellungen, die der Datenimporteur mir erteilt. Ist das einfach durchzusetzen und umzusetzen? Nein, garantiert nicht. Die ganzen großen Auftragsempfänger in den USA sagen alle, wir vereinbaren erstmal die Standardvertragsklauseln, steht nicht drin, dass das nicht zulässig ist und Maßnahmen können wir frühestens dann vereinbaren, wenn die Aufsichtsbehörden sich geäußert haben. Das haben sie getan. Allerdings meinen die Großen dabei meistens den Europäischen Datenschutzausschuss und nicht einzelne deutsche Behörden. Der Europäische Datenschutz ist der Zusammenschluss aller Aufsichtsbehörden in Europa, die dazu Vorgaben machen wollen in der Zukunft, haben es noch nicht getan. Aber das wird man mit dem großen Anbieter wahrscheinlich abwarten müssen, bis das der Fall ist. Aus eigener Praxiserfahrung, wir haben mit einem Konzernunternehmen von SAP bereits Klauseln vereinbart, die weitgehend dementsprechend, was der LFDI Baden-Württemberg wünscht. Mit Infosys sind wir auch auf einem entsprechenden Weg. Mit anderen war es bisher sehr schwierig, weil einfach apodiktisch abgelehnt wurde, bis von dem Europäischen Datenschutzausschuss was kommt. Ein Kritikpunkt an dem Vorgehen des LFDI Baden-Württemberg ist auch, dass grundsätzlich gilt, die Standardvertragsklauseln dürfen nicht verändert werden, um ihre Wirksamkeit zu entfalten. Das gilt aber aus unserer Auffassung nur für eine Abschwächung des Schutzniveaus durch eine Veränderung. Eine Steigerung des Schutzniveaus, wie der LFDI Baden-Württemberg es vorgeschlagen hat, ist unschädlich. Ergänzend dazu, bis Ende 2020 sollen neue Standardvertragsklauseln kommen. Das hat die Europäische Kommission angekündigt. Die sollen dann auch die Vorgaben von Schrems II irgendwie mit berücksichtigen. Außerdem ist man mit den USA in Verhandlung um ein Neuabkommen. Das kann der einzig richtige Weg sein oder ist der einzig richtige Weg, dass die auch politisch gelöst werden. Anders wird man es mit Vereinbarungen zwischen zwei Unternehmen nicht gelöst bekommen. Und der Europäische Datenschutzausschuss wird sich irgendwann in naher Zukunft zu konkreten Garantiemaßnahmen äußern. Was sind unsere Handlungsempfehlungen? Erst einmal, ganz normal, prüfen Sie nochmal Ihre Datenschutzinformationen. Wenn da irgendwo was drinsteht, dass Sie Privacy Shield verwenden, hinterfragen Sie, warum es da drin steht, weil Sie dann nämlich den ganzen Prüfungskatalog durchlaufen müssen. Und B, löschen Sie diesen Hinweis. Das fordert nur Beschwerden und womöglich Anfragen von Aufsichtsbehörden heraus. Prüfen Sie, welche Dienstleister Sie verwenden. Insbesondere können Sie vielleicht auf EU-Dienstleister ausweichen. Wenn nicht, gibt es eine EU-Option. Wenn es die gibt zur Speicherung in der Europäischen Union, hinterfragen Sie auch, wie der Support erfolgt. Wenn Sie einen 24-7-Support gebucht haben, kriegen Sie meistens noch das schöne Follow-the-Sun-Prinzip, sprich Morgen-Support aus Indien oder China, mittags aus Europa, abends aus den USA. Und auch wenn die Daten in Europa gespeichert sind, dieser Support muss auf Ihre Daten zugreifen. Ich habe also weiterhin das Transfer-Thema. Prüfen Sie, ob eine Verschlüsselung möglich ist. Prüfen Sie auch, ob die vom EuGH erwähnten Rechtsgrundlagen für die Zugriffe auf die Daten in den USA anwendbar sind auf Ihren Datenimporteur. Die gelten nämlich in erster Linie für Technikdienstleister, vielleicht nicht für das Konzernunternehmen. Und weisen Sie nach, was Sie gemacht haben. Weisen Sie gegebenenfalls auch, wenn es gar nicht anders geht, die Aussetzung von Datentransfers in die USA an, bis sichergestellt ist, dass die ergänzenden Maßnahmen eingehalten werden.
Damit bin ich am Ende. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit bis hierhin. Ich habe schon gesehen, dass Sie Fragen gestellt haben. Da werde ich gleich gerne darauf eingehen. Nachdem Herr Keppeler zu dem Cookies und Webtracking vorgetragen hat, da werden sich sicherlich auch noch einige Fragen ergeben und das wird sich vielleicht auch noch ergänzen. Damit, lieber Lutz, übergebe ich dir mal meine Steuerung, damit du übernehmen kannst. So, vielen Dank, Philipp. Ich klicke und stelle fest, das funktioniert hervorragend. Ja, mein Name ist Lutz Keppeler. Ich bin Fachanwalt für IT-Recht und Partner bei Heuking in Köln. Und wir werden uns jetzt versprochen, ganz kurz dem Webtracking zuwenden, weil das im Vergleich zum Schrems-Thema vielleicht zunächst als ein kleines Thema erscheint, aber wir werden sehen, es hat eine elementare Verknüpfung zum Schrems-Thema. Man muss sich vergegenwärtigen, wie ist die aktuelle Risikosituation beim Online-Tracking? Bisher war es so, dass man da immer wieder drüber gesprochen hat, aber dass, man muss es so sagen, in der Praxis eigentlich nichts passiert ist. Ein symbolisches Beispiel dafür ist, dass 2009 der Facebook-Like-Button herauskam und 2017 gab es schon das erste Urteil, was die Nutzung untersagt hat, ohne Einwilligungserklärung. Das ist die Geschwindigkeit der Rechtsverfolgung bisher im Online-Tracking, also bezogen auf alles, was Sie Interessantes auf Webseiten machen und was Sie im Bereich Online-Marketing machen. Es gab eine unklare Rechtslage, der deutsche Gesetzgeber hat Richtlinien nicht klar umgesetzt. Die E-Privacy-Verordnung, die die Datenschutzgrundverordnung begleiten soll, ist seit langem angekündigt, aber eigentlich in der Praxis noch nicht in Sicht. All das hat diese bisherige Lage ausgemacht. Aber jetzt gibt es einige Indizien, die die Lage anders aussehen lassen. Man hat nämlich bei vielen dieser Tools eine Situation, dass Daten ins Ausland transferiert werden. Wenn Sie Marketing-Tools von Google und Facebook implementieren, ist das der Fall. Man hat ein BGH-Urteil, was jetzt feststellt, auch wenn der deutsche Gesetzgeber die Richtlinie nicht richtig oder nie umgesetzt hat, gilt trotzdem das Erfordernis einer Cookie-Einwilligung. Wir haben auch eine Praxissituation, dass sich sogenannte Consent-Management-Plattformen, die sich nach einem bestimmten Standard richten, immer weiter durchsetzen. Sie sehen da gleich ein Bild, dann wissen Sie, was ich meine. Aber Sie wissen alle aus Ihrer Erfahrung im Internet, noch Anfang des Jahres haben Sie den typischen kleinen Cookie-Banner weggeklickt und der ist jetzt viel größer und umfangreicher geworden und beinhaltet Detail-Einstellungsmöglichkeiten. Das sind die CMPs und man kann beobachten, dass die sich insbesondere seit Mai, insbesondere seit dem BGH-Urteil, massiv durchsetzen. Und jetzt tun plötzlich auch die Datenschutzaufsichtsbehörden was und fragen sehr intensiv verschiedene Unternehmen, insbesondere aus der Verlag- und Medienbranche, nach, was setzen sie auf ihrer Webseite genau ein? Und man kann, das ist ein eigenes Thema für sich, aber ich kann Ihnen verraten, da müssen unglaublich komplexe Excel-Tabellen ausgefüllt werden und viel detailliertere Angaben gemacht werden, als Sie das selber in Ihr Verfahrensverzeichnis eigentlich schreiben würden. Und der nationale Gesetzgeber tut plötzlich auch was. Der arbeitet an einem Telekommunikations-Telemedien-Datenschutzgesetz. Das soll das TMG in Sachen Datenschutz ersetzen, soll jetzt doch die E-Privacy-Richtlinie noch umsetzen. Und jetzt kommt Schrems noch obendrauf im August und sagt, die Drohkulisse, die genügt mir noch nicht. Ich lege ganz viele Beschwerden ein bei Datenschutzaufsichtsbehörden gegen Webseitenbetreiber, die online verschiedene Sachen mit Tracking-Tools auf ihrer Webseite verwenden und dabei einen Datentransfer in die USA riskieren. Und ich habe Ihnen die Daten dahinter geschrieben und Sie können feststellen, nachdem also mindestens ein Jahrzehnt, man könnte fast sagen zwei Jahrzehnte, sich eigentlich in der Praxis ganz wenig getan hat in dem Bereich, passiert plötzlich in diesem Sommer ganz viel. Also nur, damit Sie nochmal eine CMP vor Augen haben.
Das ist jetzt ein Beispiel von dem Anbieter UserCentrics. Andere bekannte Anbieter sind SourcePoint oder dann CookieBot oder es gibt von, ach, es gibt verschiedene Anbieter. Das wäre auch ein eigenes Thema. Jedenfalls ist das wesentlich komplexer und Sie können hier nicht nur auf Accept, sondern auf mehr Infos klicken und bekommen dann wahnsinnig detaillierte Informationen zu Datenverarbeitungszwecken. Welche Daten werden erhoben zum Erlaubnistatbestand? Das alles steht dann in einer guten Consent-Management-Plattform. Das verwenden immer mehr andere Webseitenbetreiber, also müssen Sie sich überlegen, ob Sie sowas nicht auch längst mal verwenden müssen. Das hier ist die Webseite von Herrn Schrems, der angelehnt an 101 Dalmatiner, 101 Beschwerde eingelegt hat gegen Webseitenbetreiber in ganz Europa. Und er hat das öffentlich gemacht, gegen wen er Beschwerde eingelegt hat. Zum Beispiel gegen die Webseite Geishals.at und andere. Auch da könnten Sie, wenn Sie das noch nicht getan haben, mal schauen, ob Ihr Unternehmen dabei ist. Das muss ja gar nicht heißen, dass Sie schon was davon mitbekommen haben. Die Beschwerde, die wird bei der Datenschutzaufsichtsbehörde eingelegt. Und die überlegt erstmal und hat einen Monat Zeit zu reagieren. Wenn Sie die Beschwerdetext aber jetzt schon haben wollen, können Sie hier tatsächlich auf den Link PDF klicken und dann ist der Wortlaut einer jeden Beschwerde gegen jedes einzelne Unternehmen 1:1 abrufbar. Und hier überschneidet sich jetzt das Thema Webtracking und aktuelles Risiko bei Webtracking mit dem Schrems II-Urteil des EuGH. Weil wir schauen uns jetzt mal genau an, wie Herr Schrems in seinen Beschwerden argumentiert. Der argumentiert insbesondere bei den Hälfte dieser Webseiten, dass die Google Analytics ein sehr simples Tool verwendet haben, was nach meiner Schätzung über 90% der Webseiten in Deutschland so verwendet. Und er sagt, wenn man Google Analytics verwendet, dann akzeptiert man den AV-Vertrag von Google. Und zwar unter anderem folgende Klausel hier, Ziffer 10 zur Datenübermittlung. Und da steht drin in 10.1, dass der Kunde zustimmt, dass in jedem Land, in dem Google Unterauftragsverarbeiter unterhält oder Einrichtungen, die Daten verarbeitet werden können. Dem haben Sie zugestimmt, wenn Sie Google Analytics verwenden. Und tja, das reicht ja schon aus. Dann wird natürlich hier in Ziffer 10.2 grundsätzlich geschickt gesagt, dass dann, wenn man in den EU, aus den EU die Daten transferiert, dass dann auch die Standardvertragsklauseln gelten. Aber weitere Garantien dazu bestehen natürlich nicht. Und das ist noch nicht die volle Argumentation von Schrems. Er fügt noch an, dass er feststellt, dass gerade Google den Normen unterworfen sind, von denen der EuGH im Urteil festgestellt hat, dass gerade diese Normen zu einem besonders umfangreichen heimlichen Datentransfer führen. Das hier ist ein Zitat aus dieser Beschwerde. Und hier sind die relevanten Normen, sind Teile der relevanten Normen genannt, insbesondere dieser FISA Act. Und hier wird gesagt, dass Google in seinem eigenen Transparenzbericht schon auch gesagt hat, dass man nach dieser Norm Daten transferiert. Und außerdem ergebe sich dies aus den Snowden Slides, die dann als Beilage zu den Beschwerden angefügt sind. Und dann wird erläutert, dass der EuGH sich genau darauf bezogen hat und gesagt hat, hier spielt die Musik, weil Unternehmen wie Google, Google war nicht Teil der Beschwerde und wird im EuGH-Urteil nicht genannt, aber weil Unternehmen wie Google diesem FISA Act unterfallen und aufgrund dieses FISA Acts massenweise Daten proaktiv an Geheimdienste übermitteln müssen, deswegen gibt es hier einen Verstoß gegen die Europäische Grundrechtecharta und deswegen werden die Artikel der Datenschutzgrundverordnung hier nicht eingehalten.
Und was lernen wir jetzt aus diesem Detailgrad der Beschwerde? Vielleicht kann man etwas Positives mitnehmen. Und vielleicht ist es so, dass ein Datentransfer in die USA unkritisch ist, wenn dortige Unternehmen eben nicht dem FISA Act und ähnlichen Normen, die vom EuGH auch noch benannt wurden, unterfallen. Weil es ist eben nicht jeder ein Cloud-Provider wie Google und muss proaktiv Daten an die Geheimdienste übermitteln. Um das vorwegzunehmen, eine Garantie, dass diese Argumentation ausreicht, kann ich Ihnen nicht geben, weil das Problem des mangelnden Rechtsschutzes gegen heimliche Überwachung dadurch natürlich nicht aufgehoben wird. Ein zweites Learning ist, dass in einer Situation, in der jemand einen umfangreichen AV-Vertrag präsentiert mit Standardvertragsklauseln und dann behauptet, dass die Datenverarbeitung in Europa stattfindet, dass man in dieser Situation sehr genau auf vertraglicher Ebene prüfen sollte, ob die Daten nicht vielleicht doch in die USA gehen. Also bei diesen Google-AV-Verträgen ist schon völlig unklar, welche Google-Entity wird überhaupt Vertragspartner. Das ist ja ein Riesenunterschied, ob ich zu einer irischen oder kontinentaleuropäischen Entity als Vertragspartner Daten übermittle oder ob das direkt schon eine Entity in den USA ist. Welche Subunternehmer stehen da drin? Bei Google sind es Hunderte. Und welche Regelungen zum Auslandsdatentransfer werden getroffen? Noch ein Beispiel, weil das in der Praxis das allerhäufigste Beispiel ist, wo man das vielleicht sich ein bisschen besser ansehen kann, ist bei Amazon Web Services. Da wird in den entsprechenden Kundenvereinbarungen zumindest definiert, wer ist Vertragspartei, abhängig nämlich vom Land, in dem man den Vertrag schließt, in dem der Vertragspartner von Amazon sitzt. Und das ist eben dann aus Deutschland heraus standardmäßig eine Luxemburger Gesellschaft. Schon mal besser als irgendeine Google-Gesellschaft irgendwo auf der Welt. Dann gibt es Standardvertragsklauseln, die sind angehangen. Aber da gibt es keine zusätzlichen Garantien drin. Und wir haben auch einen Verweis auf eine Vielzahl an Subauftragsdatenverarbeitern. Aber es gibt eine Regelung zu Regionen. Und da wird gesagt, wenn man eine spezielle Region auswählt, zum Beispiel EU Frankfurt oder EU London, dann bleiben diese Daten in dieser Region. Diese Aussage ist, die muss man eigentlich neben Googles Aussage stellen, die da lautet, die Daten können in jedes Land der Welt transferiert werden und dort verarbeitet werden, wo wir einen Unterauftragsverarbeiter haben. Das ist das komplette Gegenteil. Aber auch diese Klausel wird wieder eingeschränkt auf die Situation Services initiated by customer. Das ist unkritisch. Da kommt es auf einzelne spezifische Services an. Das wird dann noch detaillierter. Aber sie sagen auch, wenn es erforderlich ist, um Rechte zu erfüllen. Auch das kann natürlich wieder ein Öffnungstor sein für einen Zugriff von Geheimdiensten. Auch da ist man noch nicht ganz am Ende der Compliance, aber ich meine immerhin schon mal auf einem besseren Weg als bei anderen vergleichbaren Anbietern. Und damit möchte ich meinen Teil auch schon beenden, bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf die Fragen. So, vielen Dank, Lutz. Ich nehme mal die Folie im Hintergrund etwas weg. Ja, das auch zum Webtracking und gleich die Verbindung damit zu den Schrems 2 erhalten, also dem Schrems 2 Hintergründen. Wir haben ein paar Fragen zum Webtracking, habe ich noch keine Fragen in der Liste gesehen, die ich hör mal auf mit dem Bildschirm teilen, dann ist das glaube ich einfacher so. Ich habe zu Webtracking noch keine Fragen gesehen, allerdings ein paar Fragen zum Thema Schrems 2 und den Übertragungen, gehen wir da vielleicht einmal drauf ein. Die erste Frage ist, ob sich das ULD, das unabhängige Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein, das ist der Landesdatenschutzbeauftragte in Schleswig-Holstein, zu dem Thema schon geäußert habe. Das sei in der Vergangenheit ja ein guter Gradmesser gewesen. Das stimmt, das ULD war da immer relativ outspoken, kann man durchaus sagen.
Allerdings hat sich das ein bisschen geändert mit dem Wechsel von Thilo Weichert als Leiter des ULD zu Frau Hansen. Nicht, dass die schlechtere Arbeit macht, aber die ist nicht ganz so in der Öffentlichkeit präsent. Mir ist keine Äußerung des ULD bisher dazu bekannt. Ich weiß nicht, Lutz, ob du irgendwas gesehen hast, aber mir sind nur die Äußerungen von Berlin, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg an der Stelle bekannt, die sich ein bisschen konkreter geäußert haben. Die zweite Frage ist, dass SAP einen EU-Access-Cloud-Service anbietet und dann aber genau dabei auch sagt, der Support wird teilweise aus den USA erbracht. Das ist das, was ich vorhin erwähnt habe mit dem Follow-the-Sun-Prinzip. Und weitergehend die Frage, inwiefern ist hier eine Verschlüsselung über den Übertragungsweg hinaus vor Ort in den USA erforderlich? Ich kenne die genauen technischen Hintergründe dieser Support-Erbringung nicht und das ist auch etwas, was man bei SAP zumindest aktuell nicht rausbekommt. Daher muss man dann sicherlich sehr genau nachfragen bei SAP, wie das erfolgt. Ist das ein reiner Bildschirmzugriff im Sinne von ganz einfach TeamViewer oder ist das was Weitergehendes? Und dann werde ich mir das genauer angucken müssen. Die nächste Frage, und das ist eben Verschlüsselung, spring mal eine eben, da komme ich gleich drauf, ist, wie weit geht die Verschlüsselungspflicht bei AWS, Amazon Web Services? Selbst wenn auf Dateiebene verschlüsselt wird, hat Amazon Web Services den zentralen Key ausreichend? Fragezeichen. Wenn Amazon Web Services tatsächlich den zentralen Key hat, dann wird Amazon Web Services von Sicherheitsbehörden auch verpflichtet werden können, diesen Key rauszugeben, den Schlüssel zur Entschlüsselung der Daten. Amazon Web Services wird sich nicht auf irgendwelche Zeugnisverweigerungsrechte oder Ähnliches berufen können und damit ist das nicht ausreichend. Sprich, wenn ich verschlüsseln möchte auf Amazon Web Services, muss ich mit einem eigenen Key arbeiten. Ich lege die Daten dorthin und verschlüssel es dann selbst. Ich weiß, das ist ein Performance-Thema. Amazon Web Services hat das sicherlich besser integriert, eine bessere Performance, aber dann habe ich eben auch die Risiken dabei mit der Herausgabe. Und AWS wird mit ziemlicher Sicherheit, Lutz, du weißt es besser als ich, weil du dich tiefer damit befasst hast, aber wird mit ziemlicher Sicherheit unter die entsprechenden Verpflichtungen fallen, die der EuGH in seinem Urteil erwähnt hat. So ist es. Ja. Dann die nächste Frage. Ja, jetzt geht es ein bisschen bei den Fragen los. Gleich haben wir auch eine Cookie-Frage. Ich mache es mal bei den anderen schnell. Es kommt nochmal, wird angesprochen, dass die Variante mit der Ergänzung der Standardvertragsklauseln, dass das ja dann keine genehmigten Standardvertragsklauseln mehr sind. Ich meine schon, ja, die Diskussion wird geführt, ich meine aber schon, weil ich das Schutzniveau erhöhe und ich ändere auch nicht die Standardvertragsklauseln selbst, sondern ich vereinbare ergänzende Regelungen. Ja, es ist da an der Stelle eine Diskussion, aber lieber nehme ich das an der Stelle so mit, als dass ich, vor allem wenn es die Aufsichtsbehörden selbst sagen, als dass ich da gar nichts tue. Wo war ich bei meinen Fragen? Die hängen so ein bisschen zusammen. So, das eine ist, würde es da nicht Abhilfe schaffen, wenn man Verträge zu amerikanischen Firmen durch eigene amerikanischen Tochtergesellschaften schließt? Diese hätten dann doch ein Klagerecht in den USA. Ja, das kann ich machen. Das kann ich gucken. Dann muss ich eben mit meiner Tochtergesellschaft, die ist dann mein unmittelbarer Auftragnehmer und dann kann die klagen. Das Problem ist immer noch, dass der Betroffene, sprich die natürliche Person, deren Daten womöglich zugegriffen wird, dann trotzdem nicht klagen kann und trotzdem weiterhin kein Standing, heißt das in den USA, dort hat. Das heißt, die Menschenrechtsverletzung liegt immer noch vor. Ich kann es darüber versuchen, um vielleicht die amerikanischen Anbieter ein bisschen auszuspielen. Trotzdem brauche ich die Suspendierungsrechte etc. und ich brauche eigentlich auch Kündigungsrechte, die ich so womöglich nicht bekomme. Und dann verwandt dazu, das Schwierige ist in der Tat, wenn ich einen Hauptauftragnehmer habe, der in der EU sitzt und der arbeitet mit Subunternehmern im nicht-europäischen Ausland zusammen, kann man nicht die Standardvertragsklauseln einfach so zwischen sich selbst und dem Hauptauftragnehmer vereinbaren. Das stimmt in der Frage. Sondern es muss im Endeffekt ein Mechanismus gefunden werden, wie der europäische Verantwortliche direkt die Standardvertragsklauseln mit dem nicht-europäischen Datenimporteur vereinbart. Typischerweise wird das über Vertretungsregelungen oder Beitrittsmöglichkeiten gestaltet. Lutz, dann kommen wir zu einer Frage zum Webtracking. Da würde ich mal eben an dich übergeben. Ja, gerne. Also hier wird ein bestimmtes Tool angesprochen, Sales Viewer. Das kenne ich zugegebenermaßen nicht.
Da wird gesagt, das anonymisiert erst und trackt dann. Also der Trick ist folgendermaßen. Der Begriff des Personenbezugs ist ja nun mal wahnsinnig weit. Und man muss wohl davon ausgehen, dass wenn schon, wie der EuGH sagt, eine IP-Adresse personenbezogen ist, dass dann auch jede Cookie-ID als im Zweifel als personenbezogen anzusehen ist. In jedem Fall gilt ja dann aber, auch wenn es gar nicht um personenbezogene Daten geht, das Einwilligungserfordernis nach § 15 Absatz 3 TMG. Das hat ja der EuGH jetzt klargestellt in der Planet 49-Entscheidung und der BGH. Also Einwilligungserfordernis auf jeden Fall. Und wahrscheinlich ist auch die Datenschutzgrundverordnung anwendbar. Und man sollte dann das so formulieren, dass man auch eine Einwilligung nach DSGVO direkt mit einholt. Gut, dann übernehme ich eben wieder. Die nächste Frage ist sehr wichtig. Und nach dem, was man sieht, was Boris Johnson so treibt in England, auch immer bedeutsamer. Was bedeutet Schrems 2 für den Brexit? Ist schon klar, welches Datenschutzniveau dort herrschen wird. Dann aktuell, das Vereinigte Königreich wird ein Drittland werden ohne angemessenes Datenschutzniveau. Das gilt, obwohl dort die DSGVO letztendlich 1:1 anwendbar ist oder umgesetzt wurde. Warum? Erstens, man braucht erstmal einen Angemessenheitsbeschluss. Da tut die EU momentan nichts, bevor nicht irgendwie die Verhandlungen zum Brexit-Vertrag weiter sind. Zweitens, Johnson hat schon angekündigt, dass er das Datenschutzniveau absenken möchte. Drittens, das Vereinigte Königreich gehört zu den Five Eyes und geht im Endeffekt genauso mit den Daten um wie die USA. Es wird dann also wesentlich darauf ankommen, für die Drittlandstransfers, welche Rechtsschutzmöglichkeiten habe ich. Kann ich jetzt ehrlich gesagt offen nicht sagen, aber ich würde erstmal das Vereinigte Königreich genauso behandeln wie die USA oder China oder Indien. Sprich Standardvertragsklauseln mit ergänzenden Maßnahmen. Da bist du, glaube ich, wieder dran, Lutz. Ja, gerne. Hier wird darauf hingewiesen, dass Google Analytics schon lange eine Funktion zur IP-Anonymisierung enthält und ob das nicht schon die Lösung sozusagen ist. Also dazu muss man sagen, Google hat seit 2010 oder 11 diese Funktion eingebaut, weil die deutschen Datenschutzaufsichtsbehörden sich beschwert haben. Und das Ergebnis war diese Anonymisierungsfunktion. Und das reicht aus, den deutschen Datenschutzbehörden insgesamt für die Datenverarbeitung, so würde man das mal sagen, wobei zu sagen ist, auch dann noch wollen die deutschen Datenschutzaufsichtsbehörden eine Einwilligungserklärung sogar für Google Analytics, für die bloße Nutzung von Google Analytics. Und jetzt hat sich noch keine deutsche Datenschutzaufsichtsbehörde für den Sonderfall geäußert, dass jetzt auch noch die Schrems-Problematik darauf Anwendung findet. Also selbst Google sagt ja, so ist immer dieser Textbaustein, den dann jeder von Google kopiert in die Datenschutzerklärung. In den meisten Fällen erfolgt die IP-Anonymisierung in Europa und in Ausnahmefällen werden aber IP-Adressen auch unanonymisiert direkt in die USA übertragen. Jetzt sage ich Ihnen, was das Problem ist. Das Problem ist, dass schon Google Analytics, weil es von vielen anderen Google-Tools als Basis mitverwendet wird, 4 Cookies setzt standardmäßig. Da haben Sie also 4 Ansatzpunkte, um einen Personenbezug zuzuordnen aus der Sicht von Google, wenn Sie irgendwo anders im Google-Universum existieren und da ein Identifier ebenfalls existiert. Also natürlich wird man sich so verteidigen müssen. Schrems ist da ja auch relativ offensiv und das heißt noch nicht, dass das so zu 100% vor Gericht durchgehen wird. Das ist eine gute Verteidigung, dass man sollte das auf jeden Fall verwenden, diese Funktion. Aber es bleibt trotzdem ein Risiko. Und der Auslandsdatentransfer, also dieser AV-Vertrag, den ich da eben gezeigt habe, der ist anwendbar auf die Nutzung von Google Analytics. Und da steht drin, Google darf die Daten überall auf der Welt verarbeiten. Und das dürfte ein Verstoß gegen das europäische Datenschutzrecht sein. Die nächste Frage bezieht sich auch wieder auf das Web-Tracking-Thema. Also wie ist der Anwendungsbereich vom BGH-Urteil?
Der BGH-Urteil kümmert sich nicht um die Verarbeitung von personenbezogenen Daten, sondern darum, dass eine Information in einem Endgerät gespeichert wird oder eine Information aus dem Endgerät ausgelesen wird. Das Paradebeispiel dafür ist Cookie. Aber das Wort Cookie steht so nicht im Wortlaut der Richtlinie, die da maßgeblich ist, sondern da geht es um Informationen, die gespeichert werden in einem Endgerät. Also alles, was Sie aus dem Endgerät auslesen, Browser, Fingerprints oder Device-IDs oder dergleichen mehr, erfordert eine Einwilligungserklärung. Punkt. Ja, und dann muss jede deutsche Firma dies erfüllen. Dann wird eine komplizierte Frage gestellt, wenn man aber jetzt aus den USA in Deutschland eine entsprechende, aus UK in Deutschland eine entsprechende Webseite betreibt. Also wenn die an das deutsche Publikum gerichtet ist, vermute ich stark, dass die das auch erfüllen muss. Aber das müsste man im Detail analysieren. Und jetzt geht es mit der nächsten Frage, glaube ich, wieder. Wieder eine Transferfrage, aber hier interessant, einmal andersrum, wenn man Daten im Konzern von den USA nach Deutschland transferiert und nur in der EU bearbeitet, ohne dass ein Zugriff aus den USA besteht, Einbahnstraße in Klammern, benötigt man dann die EU-Standardvertragsklausel? Nein, tut man nicht. In dem Fall gibt es keinen Exporteur aus Europa und damit auch keine Notwendigkeit, Artikel 44 etc. einzuhalten. Man muss sich bewusst sein, diese amerikanischen Daten werden in dem Moment, in dem sie dann in Deutschland verarbeitet werden, plötzlich der DSGVO unterliegen. Sprich, man verändert komplett das datenschutzrechtliche Niveau und das muss man einfach dann in Kauf nehmen. Aber da gibt es keine Notwendigkeit, darauf, also die Standardvertragsklauseln abzuschließen. Die nächste Frage, gibt es über die Landesdatenschutzbehörden hinaus Aufsichtsbehörden, die in Bezug zu Schrems II relevant sind, zum Beispiel die BaFin oder ähnliche Aufsichtsbehörden? Meiner Kenntnis nach nicht. Es gibt die BaFin, da gibt es die Zuverlässigkeit der Verarbeitung sicherlich, aber die ist nicht per se gegeben, nur weil es datenschutzrechtlich nicht zuverlässig ist. Das sind zwei nebeneinanderlaufende Sachverhalte. Es ist aber ein bisschen was darüber hinaus zu beachten. Zum Beispiel arbeitet Schleswig-Holstein gerade an einem Landesgesetz, das für die Kliniken im Land Schleswig-Holstein vorschreibt, dass die Daten ausschließlich und ohne jede Ausnahme in Europa zu verarbeiten sind. In Bayern gibt es ein Landesgesetz, dass die Kliniken die Daten selbst verarbeiten müssen, also ihre IT komplett selbst aufbauen müssen. Hört sich jetzt erstmal nicht so schlimm an, aber wenn man bedenkt, dass auch in Kliniken sowas wie Office 365 in Einsatz ist, wird das dann ein bisschen schwieriger. Also in meiner Kenntnis nach gibt es keine weiteren Aufsichtsbehörden, aber es gibt durchaus Sachverhalte, die daneben zu beachten sind. Herr Lutz, dann geht es an dich. Ja, also dann kommt erstmal die Frage, was halten Sie von Matomo? Also das ist ein ähnliches Tool wie Google Analytics, nur dass man es eben auf dem eigenen Server auch betreiben kann oder jedenfalls auch in einer europäischen Cloud betreiben kann. Es hieß vorher Piwik und ist unter dem Namen noch vielen bekannt. Es hat ähnliche Funktionen wie Google Analytics und deswegen bin ich natürlich ein großer Fan davon und sie sind viel, viel mehr im Datenschutz-Compliance Bereich, wenn Sie Matomo statt Google Analytics nutzen. Das wollen dann die Online-Marketing-Abteilung nicht so gerne hören, weil Google Analytics schöner, grafisch bunter und toller verknüpfbar ist mit vielen Werbetools. Aber ja, Matomo als Datenschutzbeauftragter oder Jurist im Unternehmen sollten Sie empfehlen, so etwas eher zu verwenden. Dann wird darauf hingewiesen, Google Analytics bedarf nach Aussage der DSK nicht nur eines AV-Vertrags, sondern eben keinem AV-Vertrag, sondern einem Vertrag über eine gemeinschaftliche Verantwortlichkeit. Ja, also sozusagen man könnte ein ganzes Seminar füllen mit Anforderungen, die man eigentlich für Google Analytics erfüllen müsste. Also selbst in dieser Orientierungshilfe von 2019 für Telemedienanbieter, da wird auf Ebene der
der Erforderlichkeit, ja, also für berechtigtes Interesse wird geprüft, ist es erforderlich, Google Analytics einzusetzen? Nein, sagen die Aufsichtsbehörden, ich könnte auch ein Tool einsetzen, was nicht mit Google verknüpft ist und nicht mit dieser großen Datenwelt verknüpft ist und deswegen datenschonender ist und genauso effektiv. Schon daran lassen wir das jetzt scheitern, dass jemand ein internationales Tracking-Tool wie Google Analytics einsetzt. Also ja, auch richtig. Also wenn die Datenschutzaufsichtsbehörden Lust haben, dann könnten sie anhand von diesen Beschwerden von Schrems die Nutzung von Google Analytics in ganz Europa in kürzester Zeit völlig lahmlegen. Und jetzt kommt es darauf an, ob sie Lust haben. Also ich sagte, das Risiko wird höher im Vergleich zu vorher. Vorher gab es aber außer Ankündigung auch keine ernsthafte Rechtsdurchsetzung. Jedenfalls nicht in Deutschland. Und da muss man gucken, ob es jetzt ein bisschen mehr wird und ob die wirklich jeden Grund, den sie in der Vergangenheit mal genannt haben, den wirklich herauskramen und den enforcen. Das können, wenn sie das wollen, wirklich wahnsinnig hohe Millionen Bußgelder werden, auch für Google. Man stelle sich vor, jeder ne, sozusagen gibt es unterschiedliche Fälle und für jeden Fall gibt es bis zu 20 Millionen Euro Bußgeld oder noch mehr für Google. Aber ja, also an sich völlig richtig der Hinweis auf die gemeinschaftliche Verantwortlichkeit. So, wir sind kurz vor Ende, deswegen würde ich sagen, schließen wir mal zumindest verbal die Fragerunde. Wir haben jetzt noch drei Fragen, die sich alle mit dem internationalen Transfer befassen. Da würde ich noch gleich drauf eingehen. Und ansonsten, glaube ich, war das schon mal eine ganz gute Fragenliste. Das erste ist nochmal die Anmerkung, AWS, Amazon Web Services, hat immer den zentralen Key. Und dann die Frage, ist das dann kein verlässlicher Dienstleister? So per se kann man es nicht sagen, aber ich muss dann, also dann habe ich nicht den Ausweg, ich vereinbare die durchgehende Verschlüsselung und bin damit aus dem Transferthema-Problem raus, sondern dann muss ich mich eben mit ergänzenden Maßnahmen befassen und mal abwarten, was Amazon Web Services dazu sagen wird. Bisher haben sie sich nur derart geäußert, dass sie Standardvertragsklauseln verwenden wollen, aber noch nicht, wie sie die mit weiteren Mechanismen versehen wollen. Dann nochmal eine Frage zur Klarstellung, glaube ich. Sie sprachen vorhin Übergangsfristen an. Wofür sollen diese gelten? Genau, ich sprach sie an, aber vielleicht habe ich mich da missverständlich ausgedrückt. Es gibt keine Übergangsfristen. Seit dem 16.07.2020 ist Privacy Shield tot und kann nicht mehr verwendet werden. Die Aufsichtsbehörden werden nicht bei einem Verstoß am 17.07. und ich glaube auch heute noch nicht zwingend ein Bußgeld daraus machen. Zumindest dann nicht, wenn ich mich mit dem Problem auseinandersetze und es dokumentiert habe, dass ich mich damit auseinandersetze. Sprich, mal gucken, welche Dienstleister habe ich, die das gemacht haben und die mal ansprechen, wie machen wir es in der Zukunft. Untätigkeit kann aber heute schon zu Verwaltungsmaßnahmen einschließlich eines Bußgelds führen. Und dann die letzte Frage, ergibt sich aus dem Urteil damit faktisch die Pflicht, in jedem Drittland das Datenschutzniveau individuell zu prüfen? Und hieraus folgern zusätzliche Maßnahmen zu den Standardvertragsklauseln zu definieren. Und dann müsste man ja immer eine international tätige Kanzlei mit der Analyse mandatieren. Erstens, Sie müssen nicht eine international tätige Kanzlei mandatieren, sondern eine, die gute Verbindungen in diese Länder hat. Das tun wir mit unserem weltweiten Netzwerk. Einmal kurz diesen Sales Pitch damit einfließen lassen. Aber nein, ich glaube, so weit gehen wir, müssen wir nicht gehen. Was man machen werden muss, ist, dass man den Dienstleister fragt, habt ihr irgendwelche Sicherheitsbehörden oder Ähnliches, die zugreifen können, ohne dass wir was mitbekommen? Wenn der Dienstleister glaubhaft versichert, nein, dann kann man sich auch erstmal, solange man keine anderen Anhaltspunkte darauf hat, erstmal darauf verlassen, weil wie soll ich es sonst machen? Irgendwo ist ja ein Verschuldensmaßstab auch dabei. Wenn Ihnen in China einer sagt, bei uns kann das nicht passieren und außerdem haben Sie Rechtsschutz dagegen, da sind Zweifel angebracht, ob die Aussage so korrekt ist und ich mich auf die Aussage des Dienstleisters verlassen kann. Also da kommt sicherlich immer auf das Land drauf an, wo ich dann eine Aussage dazu bekomme. Und wenn ich dann im Zweifel bin, ja, dann muss ich mir das rechtlich angucken, um mich gegebenenfalls aus dem Verschulden rauszuholen. Und das muss dann im Zweifelsfall eine Kanzlei vor Ort beurteilen. Das stimmt schon. Aber es muss nicht in jedem Einzelfall gemacht werden. Man muss nur in jedem Einzelfall nachfragen beim Dienstleister, gibt es da irgendwas? So, damit sind wir am Ende. Vielen Dank für die Teilnahme. Vielen Dank für die vielen Fragen. Das hat uns sehr gefreut. Wir hoffen, Sie hatten ein bisschen Spaß dran auch und das fanden Sie interessant. Und beobachten Sie Ihre E-Mails. Wir werden sicherlich in nächster Zeit zum nächsten Webinar fürs Update Datenschutz einladen. Vielen Dank. Vielen Dank. Tschüss.